Puff, und wo kommt denn der ganze Gestank her? Ich glaube, es wird Zeit, die Puff-Puff-Maschine hier endlich auszumachen. Und ja, die heißt wirklich so. Komm! Aus damit! Puh, das hat ja wirklich geklappt. Ne, noch mehr? Noch mehr von der Seite? Ja, gefällt dir das? Hä, gefällt dir das? Das hat ihm wohl nicht gefallen. Na gut. Ich hoffe, es scheint hier zumindest ein bisschen Sonne rein. Wow, die Wolken sind fort. Zeit für ein bisschen Sonnenschein. Ja, das hat geklappt. Das ging ziemlich schnell. Oh, kostbares Sonnenlicht. Mache hat es geschafft. Er hat die Blütenfelder gerettet. Habe ich auch gern gemacht. Oh ja, yeah, die Sonne. Juhu, yippie, die Sonne ist wieder da. Ups, einfach so die Kontrolle zu verlieren. Sieht mir gar nicht ähnlich. Ah, die hellen Strahlen der Sonne. Endlich kann ich mich wieder an dem schimmernden Licht auf der Wasseroberfläche ergötzen. Ah, das wurde ja Zeit. Die Sonne, die Blütenfelder ist gerettet. Und das Sonnenlicht ist meiner Schönheit natürlich sehr zuträglich. Die Sonne, die Sonne. Oh, die Wärme tut so gut. Jetzt ist vielleicht gar nicht so übel, an einem Ort gebunden zu sein. Ich fühle mich voller Leben. Na siehste. Es ist schön, den Leuten zu helfen. Ich könnte mich daran gewöhnen, Mann. Mario, was hast du denn vor? Ich folge dir überall hin. Okay. Da komm mal mit. Was ich nun vorhabe? Nun, wir haben ja Materialien bekommen, wir haben Samen, wir haben Dünger und wir haben Zauberwasser. Und ich schätze, mit den drei Sachen können wir die Bohnenranke nun sprössen lassen. Aber jetzt erstmal weg hier, bevor die Lakitus mich sehen und angreifen. Da habe ich gar keinen Bock zu, Mann. Also schnell weg. Oder die Viecher. Ich hoffe, ich muss hier nichts noch irgendwas machen. Oder... Ist es ein Weg, hier hochzukommen? Also, ich sehe keine Items, deshalb glaube ich, lohnt sich das nicht, das herauszufinden. Von daher gehen wir nun erstmal weiter und machen das, was ich gesagt habe. Geht das nicht? Nee, irgendwie nicht. Oder vielleicht müssen wir mit der Sonne reden? Ja, vielen Dank, Mario. Das war hervorragende Arbeit geleistet. Du hast die Wolken vertrieben, sodass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, nach so langer Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht überflutet werden. Es geht nichts über den Sonnenschein. Bevor ich es vergesse, wolltest du nicht die Zauberbohne einpflanzen? Jetzt sollte sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür ist der fleckenweiche Erde da drüben. Das habe ich doch gerade versucht, oder geht das jetzt auf magische Weise? Ja, toll. Muss übrigens gar nichts drücken, hat automatisch das hier reingeploppt. Okay, ich würde sagen, erstmal die Bohne rein. Ja, was machst du denn da? Hast noch nie was gepflanzt, ey. Okay, erstmal die Erde. Wollen jetzt mal ein bisschen frischer machen. Okay. Dann die Bohne. Und dann das Wasser. Oh Mann. Das Budget hat nicht gereicht. Für eine bessere Animation, aber hey. Dafür hat es hierfür gereicht. Miau. Zwei Blätter kommen da rausgeflogen. Mit einem ein Pixel langen Strahl da oben kommt die Bohnenranke heraus. Wie das wie so eine Schlange so umherzischt. Ich habe eine Bonus-Area gefunden, Freunde. Nein, hier geht's natürlich weiter. Ja, das kann ein bisschen dauern jetzt. Wieso sehen die Wolken aus wie Süßigkeiten? Toller Ort hier. Gott, das Wasser war aber schon lange hier, oder? Wird mal Zeit wieder zu regnen, Mann. Da hinten ist ein Orden. Oh, ein Erfolg! Sieh dir nur die Ranke an, jetzt kannst du den Nebelfall erreichen. Viel Glück, Sohn. Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Tja, das ist nicht mein Problem. Aber hey, wartet mal. Hier rechts gab es ja noch diesen Typen mit dem Brunnen. Da haben wir noch nichts erreichen können. Egal. Machen wir erstmal weiter. Komme ich denn da hoch? Muss ich hier draufstehen? Führst du mich nach oben? Oh, und wie er mich nach oben führt. Ich bewege mich übrigens nicht. Mario, tanzt du einfach auf der Stelle rum? Ja, yeah, eins, zwei, eins, zwei. Okay, muss das sein? Ja, okay, es muss sein. Erinnere mich mal ein bisschen an Mario RPG, da gab es auch so ein ähnliches Level.
Ja, komm, mal weiter. Spurtig. Da sind wir. Das ist nicht einatmen hier. Wo ist der Orden, hä? Wo habt ihr ihn versteckt? Ich weiß doch, dass ihr ihn hier habt. Ich hab ihn doch gesehen. Die Wolken, die fliegen ja mir vorbei. Die wollen nicht mit mir reden. Aber es war doch hier. Oder? Vielleicht in der Wolke drin oder so? Aber kann er rauf? Ach, schaut mal. Wait. Doch, man kann hier rauf. Okay, krass. Ich nehme mal Paracarry raus. Vielleicht kann er mich da rüber fliegen. Weil ich will den Sprung ehrlich gesagt lieber nicht wagen. Okay, weiter geht er nicht. Komm, rüber. Geht das? Ist das dein Ernst? Geht das nicht? Komm, mach hinne! Boah, das Ding auch so langsam ist. Junge, ich weiß, du bist eine langsame Wolke und so, aber man muss es nicht übertreiben. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich einfach rüberspringen. Ja, man muss rüberspringen. Okay, den S-Sprung Plus erhalten. Erhöht Mares Sprung Angriffskraft um 3? Das klingt ziemlich gut. Aber was kostet denn der Spaß? 2. Boah, 4 BP. Opferst du 4 BP, wird deine Sprungkraft um 3 erhöht? Kannst die Fähigkeit so oft anwenden. Was? Nach dem Kampf lässt die Wirkung aber nach. Das hat einen Buff. Aber ihr kennt mich. Ich bin da nicht so ein riesiger Fan von diesen Buffs. Außer bei jemandem wie zum Beispiel Gumbare, der eh nichts Besseres drauf hat. Jetzt dumm rumzustehen und nicht angreifen zu können. Oder so wenig Damage zu machen. Aber wo führt uns das hier eigentlich hin? Kommen wir jetzt zu Schnaufula? Können wir ihn jetzt in den Hintern treten? Da bin ich sowas von dabei. Na, oh, das wird doch wohl sein. Oh Gott, habe ich gespeichert? Bin ich geheilt? Ja. So sehen. Wird schon gut gehen. Oh! Der ist nicht sehr erfreut über uns. Bist du der Mann namens Mario? Und hast du die Puffo-Maschine zerstört oder nicht? Was hat dich dazu getrieben? Du hast meinen Plan, die Blütenfelder zu zerstören, völlig ruiniert! Tja, ich wollte deinen Plan zerstört haben. Ich war gerade dabei, diese sonnenüberflutete Hölle in ein Wolkenparadies zu verwandeln. Aber ich kann wohl nicht verlangen, dass jemand von deiner Intelligenz das alles versteht. Bist du das, Spike? Du hast mich also verraten. Du wirst deine Strafe erhalten. König Bowser hat mit den Sternen überantwortet. Niemals werde ich es zulassen, dass er in deine Hände gerät. Ihr beide sollt für eure Verbrechen bestraft werden. Unsere Verbrechen? Wie der aussieht, aber diese Gegner, aber in größer. Und, naja, du bist ein gruseliger, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja nicht die normale Kampfmusik, sondern irgendwas anderes. Schnaufula. Ja, das ist er. Er ist ein gigantisches Wolkenmonster. 60 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Deine Donnerattacke ist sehr gefährlich. Wenn du dich nicht verteidigst, wirst du massiven Schaden erleiden. Wenn du ihn angreifst, erscheinen kleine Wolken namens Schnuffis. Ihre Anzahl entspricht dem erlittenen Schaden. Wenn du die Schnuffis in Frieden lässt, wird Schnaufula sie verschlucken und seine KP regenerieren. Du musst geschickt taktieren, um diesen Kerl zu schlagen. Also er hat in Anführungsstrichen nur 60 KP, weil wir haben schon mal einen Gegner mit 70, aber dafür kann er sich ständig wieder heilen, wenn man ihn nicht mehr oder weniger doppelt angreift. Also theoretisch hat er irgendwie, naja, theoretisch hat er 120 Leben oder so bestimmt. Okay, machen wir einfach einen normalen Angriff erstmal? Ich würde sagen, ja. Testen bis das Wasser ab. Bonk! Okay, boah, da kommen so viele auf einmal raus. Müssen wir jetzt sofort scannen. Die Schnuffis. Ja, das sind die Schnuffis, die erschienen, wenn du... die erscheinen, wenn du Schnaufula Schaden zufügst. 1 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Die Schnuffis werden dich direkt angreifen. Du musst sie mit Hilfe des Action-Kommandos abschütteln, sonst verursachen sie immer mehr Schaden. Schnaufula wird die Schnuffis verschlucken, um seine KP zu regenerieren. Überleg dir gut, womit du angreifst. Du kannst die Schnuffis leicht besiegen, wenn du einen Angriff einsetzt, der alle Gegner trifft. Ich muss also so jemanden hier bei mir haben, die ganze Zeit. Meister Schnaufula, ich will Mario auch verklopfen. Erteilen Sie mir die Erlaubnis zum Angriff. Ja, auf ihn. Oh Gott. Aua.
Bart, um mich zu küssen. Was hat denn jetzt vor? Oh oh. Hilfe! Was zum... Ah, das hat Wimmel! Komm, zwei! Ich hab doch zwei! Drei. Nee, doch zwei. Oh, nett. Ja, Items habe ich nicht so viel. Ich habe aber glücklicherweise noch den Sternensturm. Aber schauen wir doch erstmal, mit wem wir hier alle angreifen können. Cooper, alle auf dem Boden. Die schweben, also bringt nichts. Paracarry, keine Ahnung. Lady Boo kann nicht alle angreifen. Was könnte es vielleicht? Sushi glaube ich nicht. Lucky Lester kann auf jeden Fall. Ich erinnere mich. Er hat doch hier die Wolke Nummer 9. Nee, nicht Wolke Nummer 9. Stachiwurf, genau. Alle Gegner. Und los. Schön. Die Viecher sind tot. Bis auf einen aus irgendeinem Grund. Achso, der hat schon direkt wieder neue gespawnt. Krass, Mann. Ach komm, er hat mich noch zweimal getroffen. Ärgerlich. Aber durch unseren Orden, dass wir minus 1 Damage nehmen, hilft uns das hier und... Oh. Komm. Bug dir nice, Kollege. Bug dir nice. Der fühlt sich so cool, was? Na gut. Was habe ich denn so Schönes? Ich habe nichts Schönes. Alles sehr unschön. Okay. Mehr seine Kupan holen. Space sieht einfach so ein riesiges Portal mit ganz vielen Gegnern drin, dass wir alles kaputt machen müssen. So fühlt es sich zumindest an. Komm, greif sie alle. Sehr schön. Da kommen direkt die nächsten raus. Manche sind aber kleiner als die anderen. Gib es heißig. Das ist ja Gewalt. Nun werde Zeuge der Macht meines Sturms. Bester Schaufeler, lass ihn mir. Warum muss hier richtig viel A-Spam? Ich kann das nicht mehr. Ah, oh, verdammt. Gib mir schnell die Puste aus, Mann. Oh, no. Okay, Lucky Lester ist auf jeden Fall den, den wir haben wollen. Wolke Nummer 9. Wenn das aufleuchtet, was? Was heißt das? Was heißt das? Bam, bam, bam. Okay. Hab's gegettet. Wir haben eine Wolke, die uns mehr Verteidigung gibt, glaube ich. Und ansonsten... Ich versuch's. Wir kriegen sogar Angriff plus! Wahrscheinlich aber nur für diesen Angriff, oder? Bam! Ja, und man kann auch nicht auf ihn drauf springen. Aber es hat zumindest jetzt geklappt für die Runde. Okay, alle auf einmal. Komm schon! Ah, zwei Schaden. Okay, okay. Das geht noch, das geht noch. Komm, entspann dich. Du triffst mich nicht! Du triffst mich nicht! Oh! Oh, cool. Anyways, ich würde sagen, wir machen mal den Sternensturm. Huhu! Vielleicht können wir hier irgendwo von Mario Party sein fliegendes Schloss sehen. Nein, Spaß, aber... Die müssen wir auf einmal wir alle erstmal wegmachen. Oh, da kommen doch so viele neue. Oh Gott. Lacker, man sieht nur so eine fette Nase von Mario. Machen wir den Stachiwurf, wir haben noch genug. BP! Sehr schön. Der Kampf läuft sehr, sehr gut natürlich. Sehr nice. Ja, der Angriff nervt, aber... Oh, wegen den Wolken hat es nicht geklappt. Danke, Wolken. Und er heilt sich plus 3. Zwei Leute machen plus 3? Okay. Na gut, wenn das so ist. Zwei Runden habe ich noch. Gut zu wissen. Warum habe ich das dabei? Warum hat es sich ins Lager gelegt? Ich Idiot. Okay, ich kann nochmal BP heilen. Ich glaube, ich brauche es noch nicht. Ich glaube, ich greife jetzt erstmal an. Bam! So, hat er wieder ein paar Kollegen, die ich vermöbeln kann. Ja. Der kann auch viel Spaß. Kann ich generell auch ein bisschen üben hier. Ist kein schwerer Bosskampf. Dauert nur so ein bisschen. Außer er hat noch ein Ass im Ärmel. Wovon ich nicht ausgehe. Verdammt. Immer machen die jetzt mit zwei Schaden. Das nervt. Muss ich jetzt irgendwas drücken? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Haha.
Ich glaub wohl kaum. Ich kann nicht glauben. Ja. Ja, doch. Jetzt den Kuchen wäre die Idee. Lecker Kuchen. Sehr schön. Die 15 BP werden ausreichen. Vollkommen. So, noch 20 Leben. Sind noch 20 von diesen kleinen Viechern drinne. Alles klar, gut zu wissen. Ja, nur ein Angriff. Nur einen Schaden, meine ich. Schaut mal, er ist viel kleiner geworden. Das ist ein cooles Detail. Oh oh. Kollege, genau jetzt brauche ich noch einen neuen. Komm schon, jetzt schaffen wir. 1, 2. Bam, bam, bam. Ja, schön. Boah, das war jetzt ein bisschen knapp, wenn ich ehrlich bin. Okay. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Wir greifen. Wenn wir ihn jetzt angreifen, dann schaden wir uns dabei auch. Ich könnte noch bei den Sternensturm riskieren. Und wisst ihr was? Komm, 7 Schaden. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Nimmer wird. Yeah, yeah. Schaut euch das an. Der einzige eben noch. Das ist schon so winzig geworden. Oh. In seinen Windeln. Oh Gott. Ihh, wollten die mich küssen oder was? Hilfe. Also von den kleinen Wölkchen lasse ich mich ja nicht beküssen. Und von dir auch nicht. Oh, jetzt bist du traurig, was? Das schied dir gerecht. Stachiwurf. Kriegen wir die anderen schon mal weg. Und schon mal 4, 5 Schaden auf ihn. 3 Schaden nur. Okay, egal. Passt. Ist fast down. Viel Leben hat er nicht mehr. Bam. Nächste Runde haben wir gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Noch irgendwas drauf? Nö. Nein, das wird nix. Ist schon ein bisschen OP, dass wir von Lucky Lester ganz beschützt werden. Scheinbar sind wir Ärger. Ich sollte mit den Spielchen aufhören und ordentlich zuschlagen. Werden wir es schaffen, Meister? Wir sind doch noch nicht am Ende. Jetzt komme ich. Hä? Was zum... Was war da vor? Hallo? Wow! Eine Stampfattacke! Oha, 10 Leben hat das abgezockt. Okay. Jetzt müssen wir richtig reinhauen. Komm, kill ihn, kill ihn! Nein, hat ein Leben! Und seine Handlanger immer noch. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen! Dead. Deine Begleiter geben auf. Besser ist es, Freunde. Besser ist es. Nein, ich kann nicht verlieren. Scheinbar kannst du es doch. Miau. Merde. Und wir kriegen unseren 6. Stern von 7. Damit fehlt nur noch einer, der gerettet werden muss. Und wir können Bowser den Hintern verdrüllen. Was ist das für ein süßer Kleiner? So ein Bücherwurm mit einer schicken Krawatte. Ja. Kollege. Sonst gibt's ja nichts. Okay. Dann würde ich sagen, ab in meine Brieftasche. Ich sammle nämlich euch. Und damit beenden wir dieses Kapitel. Wie er schaut. Halb am Schlafen, Kollege, ich habe mich gerettet. Er wird schon morgen früh merken. Schnaufula, die übelste Wolke aller Zeiten. Na, okay, okay, eigentlich die Woche, die Wolke letzte Woche, die ich gesehen habe, die war ein bisschen schlimmer, aber ist okay. Ist nur mehr Nebel, aus dem der 6. Stern hervortrat. Die dichten Wolken, die Schatten auf das Land warfen, sind nun fort und die Sonne strahlt wieder. Nur noch ein Stern wartet auf seine Rettung, um seinen Platz in der Sternenzuflucht einzunehmen. Vielleicht darfst du bald schon Prinzessin Peach wiedersehen. Vielleicht. Denn auch Cammy Cooper wartet schon voller Ungeduld auf ein baldiges Wiedersehen. Auf dich und deine Niederlage. Hey,
Wer hat gesagt, dass es hier eine Niederlage gibt, hä? Ich glaube, ich habe mich da gerade verhört. Hey, a Twink, dieser Mutierschirm, den ich habe bei dem Quiz gewonnen. Wenn ich ihn benutze, kann ich mich doch in jemand anderen verwandeln, stimmt's? Glaubst du, ich kann ihn dazu verwenden, mich von dir davon zu stehlen? Ja, ich wette, das kannst du. Warum probierst du es nicht aus? Drücke B, während du die Person ansiehst, die du dich verwandeln willst. Kann ich mich in Bowser verwandeln? Dann gehorchen die alle mir. Na gut, dann ist das Problem. Wie schleiche ich mich überhaupt an Bowser ran? Okay, streich das. Aber wir können uns als eine Wachen verkleiden. Aber ich mal mit dem Schirm? Lol. Mit dem Schirm können doch theoretisch auch die Leute verprügeln. So bam, bam, bam. Merkt doch niemand. Und leider ist es nicht der Schirm aus Super Princess Peach, aber das ist schon in Ordnung. Was machen die denn da? Hey, Kollege, was geht ab? Hey, wie geht's? Puh, in letzter Zeit ist die Arbeit nur noch die reinste Schinderei. Ah, ist das so? Sag mal, ich habe gehört, Kenny Cooper ist gerade dabei, an der Spitze des Pilzpalastes etwas aufzubauen. Ich wette, das ist eine Geheimwaffe, um Mario zu besiegen. Meinst du? Wieso juckt es eigentlich niemanden, dass ich hier einen kleinen Stern mit mir mittrage? Bisschen seltsam, wenn er mich fragt. Aber na gut. Kollege! Auf Patrouille! Gut, du darfst passieren. Danke. Warte mal, hier... Oh. Ja gut, da muss ich nicht lang. Dauert nicht mehr auf Patrouille. Tut mir leid, ich wollte nur gucken, wegen der Unterwäsche, ob alles noch frisch ist. Okay. Da oben. Da können wir lang. Hier waren wir nämlich vorher noch nicht. Ah, okay. Alles klar, verstehe. So, ich bleib noch mal versteckt. Es kann sein, dass hier jemand kommt. Oder? Ja. Was geht ab? Alles ruhig hier. Ich? Nervös? Quatsch. Ich doch nicht. Du hast mich überrascht. Das ist alles. Okay. Er wollte schon rufen. Kann ich Pause? Wo bleibt nur meine Ablösung? Meine Schicht ist schon seit Ewigkeiten um. Hör mal, würdest du nach dem Faulpelz suchen und ihn herbringen? Bitte, ich bin schon so müde. So sieht er aus. Das ist einfach ein Spike. Wahrscheinlich schlungert er irgendwo draußen rum. Hier, dann kannst du ihn finden. Ah, oh, hübsch. Das ist der Schlüssel für das Hauptportal. Ohne ihn gelangst du nicht nach draußen. Dankeschön. Okay, komm. Bevor irgendwas merkt. Okay, wir sind noch draußen. Ich gehe mal davon aus, wir gehen die Treppen runter. Und dann können wir dann fliehen? Wo ist seine Ablösung holen, wenn wir da einfach fliehen können? Aber wir schauen mal. Aber warum hat denn Peach in späteren Spielen diesen Schirm nicht mehr? Wenn wir das noch herausfinden, vielleicht verliert sie den noch oder so? Das ist das riesige Mysterium dieses Spiels. Das einzige, was es gibt. So, raus hier! Können fliehen! Los! Weg hier! Ey! Müde! Ach so, müde! Fühle ich jeden Montag. Lass mich schlafen! Aber sag's niemandem! Ey, aufwachen jetzt! Nein! Okay, dann halt nicht. Dann hau ich jetzt ab. Sie scheint abgeschossen zu sein. Du kannst sie nicht öffnen. Doof gelaufen, ne? Na gut. Warte mal. Wenn er nicht will, dann machen wir für ihn. Hi, was geht ab? Hey, das bist ja du. Oh nein, das bin ja nur ich. Hallo, ich. Ja, hi, was geht ab? Ich bin ich. Na? Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Arbeitstag. Ich bin der Neuling, ich bin der Azubi. Ja. Morgen kündige ich übrigens. Heute ist mein letzter Tag. Deshalb muss ich ganz dringend jetzt nach oben, zum oberen Stockwerk. Ich habe nämlich meinen Spind, ich muss da meine Sachen abholen. Lasst mich durch, bitte! Ja, lass mich durch. Ja, bitte? Ja, meinetwegen. Okay, dann rein da. So.
Jetzt müssen wir unsere Stimme verstellen. Okay, das kriegen wir hin. Komm, das kriegen wir hin. Na, endlich! Wird jetzt Zeit, Mann! Du bist schon wieder zu spät. Weißt du nicht, wie man den Dienstplan liest? Ich lasse es dir noch einmal durchgehen. Aber pass in Zukunft auf, okay? Gut, dann mal viel Spaß. Ich verzieh mich. Ich hab Pause. Lass dich nicht beim Faulenzen erwischen, ja? Du bewegst dich auf dünnem Eis, Kumpel. Okay. So, und schnell weg. Oder war das zu früh? Oh nein. Das war zu früh, oder? Gott. Hallo? Kann ich hier raus? Nee, ich kann da nicht raus. Aber Junge, wenn wir im Weltall sind. Ich weiß, sind wir ganz oben auf der Erde oder sind wir schon im Weltall? Kommt hier überhaupt noch Luft durch? Muss ja eigentlich, sonst wird ja alles weggesaugt, oder? Funktioniert das nicht so? Keine Ahnung, ich war noch nie im Weltall, Mann. Oh, aber jetzt. Okay. Den Teil waren wir noch nicht mit Mario. Oha. Komm zur Turmspitze. Aber ich möchte nicht zu TikTok Clock Tower. Zu dem Level. Was? Was ist ein Peach? Mist. Ihr wisst, es euch nicht erlaubt, es euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber. Nein, ernsthaft? Ernsthaft? Och man, jetzt muss ich extra nochmal nach rausgehen und mich jetzt den verwandeln und dann nach oben oder was? Da geht's gut. Ah ne, ich muss mich aber einfach nochmal verwandeln. Okay, oh, das skippe ich euch, das ist ja richtig dumm. So. Mein Gott, nervig. Dass du mich auch sofort sehen konnte von da hinten. Der hat doch einen Aimbot! Hey, du, ja, du, unbefugte ist der Zutritt verboten. Aber, nachdem du schon mal da bist, ist es ohnehin egal. Ist sowieso ein blödes Verbot. Danke. Gut, gut, endlich ist alles fertig. Selbst wenn Mario mit einem Stern im Schlepptau hier auftaucht, hat er keine Chance. Es zahlt sich aus, das Schlimmste anzunehmen. Oh, vollkommen richtig, Sie haben absolut recht, Kevin Cooper. Immer diese Ja-Sager hier. Der Stern da. Ha? Du da? Ja. Du machst deinen Job sehr gut. Mach mal. Moment, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du riechst zu gut. Verdammt, das Parfüm. Ja! Oh-oh. Aua. Ihr kleines Prinzessin Peach! Unfassbar! Schon wieder ausgebrochen! Wachen! Fangt diese Ausbrecherin und bringt sie zurück auf ihr Zimmer sofort! Nein! Twink, warte hier! Nein, wir brauchen mehr Informationen, Twink! Verdammt. Okay, das hat absolut nichts gebracht. Schade. Welch eine Freude, dich zu treffen. Mein Name ist Cleverstar. Danke, dass du mich gerettet hast. Oder Cleverstar? Keine Ahnung. Jetzt, da Schnuffler fort ist, herrscht wieder Frieden in den Blütenfeldern. Ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, hätten die Blütenfelder nie wieder das Licht des Tages gesehen. Jetzt ist nur noch einer von uns hohen Sternen gefangen. Nur noch einer, Mario. Hier, bitte nutze meine Kraft, um auch weiterhin siegreich zu bleiben. Was denn für eine Kraft? Wir erhöhen sie unsere Sternkraft auf 6 und erhalten die Fähigkeit Auszeit. Damit lässt man alle Gegner erstarren. Ja, okay, einfach nur Paralyse. Okay, na gut. Nun kannst du schon die Kräfte von 6 Sternen einsetzen. Setzt du meine Kraft weiß ein, wird sie dir im Kampf entscheidende Vorteile verschaffen. Aber werde trotzdem nicht zu selbstsicher. Du musst stets vorsichtig sein, denn auch Bowser ist stark. Vergiss nicht, dass noch viel stärkere Gegner auf dich warten. Ich hoffe, dass dir unsere Kräfte helfen, damit du uns helfen kannst. Ja, wir zählen auf dich alle. Ich hoffe, dass die Gegner noch stärker werden. Der Boss letztens war, da war ein Witz. Ich kehre nun in den Sternhafen zurück. Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein. Ich habe mir schreckliche Sorgen um die anderen gemacht. Ciao.
Gratulation, junger Mario, du hast den Stern gerettet. Nur dank all deiner Bemühungen erstrahlen die Blütenfelder wieder im alten Glanz. Danke, Mario, es war wert, so lange zu leben, nur um einen Mann deines Formats kennenzulernen. Oh. Bitte besuche mich bald wieder, ich freue mich schon darauf. Ja, und ich hoffe, ihr besucht mich auch bald wieder hier auf diesem Kanal, wo wir dann weiterhin Paper Mario 64 spielen. Oh, warte mal, was macht sie denn hier? Wie geht's dir, Lucky Esther? Dann bist du nicht ein braver Lucky zu werden, indem du den Leuten hilfst. Nochmal! Ich hab dir doch gesagt, du sollst mir nicht Lucky Esther nennen! Alter, dass er sowas sagt, ich nicht erwartet. Gott, hier hast du mir zu! Aber gerade deswegen finde ich dich so süß. Okay. Also, sowas habe ich nicht erwartet in einem Nintendo-Spiel. Das war eindeutig zensiertes Fluchen. Wahrscheinlich das F-Wort oder so. Ich bin jetzt schockiert und muss mich erstmal erholen.